Freddy Hekel, 2-2 gegen Paderborn. Wie groß ist die Enttäuschung, dass es heute wieder nichts geworden ist mit dem Heimsieg? Ja, am Ende schon groß. Wir haben uns viel vorgenommen für das Heimspiel. Waren motiviert, ausverkauftes Haus und wollten auch auf Sieg spielen, hat man, denke ich, auch gesehen. Und mit einem Punkt am Ende dazustehen, ist sehr bitter. Aber man muss auch so sehen, wir haben einen Punkt auch gut gemacht auf Braunschweig. Ist natürlich jetzt ein harmloser Trost, muss man auch sehen. Aber jetzt schauen wir uns den Spieltag morgen an, was Nürnberg gegen Rostock macht. Und dann bereiten wir uns gut vor. Erstmal analysieren wir das Spiel und dann bereiten wir uns gut vor für Magdeburg und hauen gegen Magdeburg alles rein und spielen auf Sieg, ganz klar. Arminia wieder mit Mega-Chance. Allein Brian Lassmer hätte heute 4 Tore machen können. Insgesamt leider nur 1 gemacht. Dann irgendwie mit dem 2-2 so den Stecker gezogen. Das haben Sie es ähnlich gesehen? Ja, ist richtig. Wir hätten vor der Pause ja das Spiel schon kontrollieren können, indem wir 2 Tore Unterschied führen. Auch nach der Halbzeit hatten wir noch gute Chancen gehabt, wo wir dann, ich denke, auch Paderborn den Stecker erstmal ziehen können. Dann mit dem 2-2 war natürlich dann auch ein offener Schlagabtausch, muss man ja auch so sagen. Und ja, es war natürlich ein schmaler Grat zwischen ein Punkt und am Ende vielleicht 3 oder vielleicht keinen so. Musste man einen Mittelweg finden. Stehen wir mit einem Punkt am Ende da. Wollte ich gerade sagen, am Ende war es ja dann auch noch dünner, war 1-2 Szenen hinten, Pfostenschuss von Schrebeni, dann musste man schon ein bisschen zittern, dass es noch der eine wird. Ja, wie ich gesagt habe, ist ein schmaler Grat dann, aber ich denke, jeder Fußballspieler will gewinnen und dass man dann auf Sieg spielt, ist auch irgendwo normal. Ja, jetzt schauen wir, was morgen der Spieltag bringt und dann fokussieren wir uns auf Magdeburg. Okay, da hat man ja einen Vorteil, man muss auf Sieg spielen, da braucht man nicht mehr groß, glaube ich, taktisch lavieren. So sieht's aus. Ist man ein bisschen froh, die Relegation jetzt gesichert zu haben da? Ja, das ist natürlich erstmal gut, dass man die Relegation sicher hat. Aber wie ich gesagt habe, wir würden auch gerne direkt die Relegation gerne vermeiden und auch direkt gerne drin bleiben. Aber wenn es am Ende die Relegation ist, dann sind es noch 2 Spiele und dann bin ich auch davon überzeugt, dass wir die beiden Spiele gewinnen werden. Okay, Arminia Bielefeld, nichts für schwache Nerven. So sieht's aus.